in Los Angeles. Drogen- und Bandenkriminalität prägen das Straßenbild. Von hier stammt John Brown. Eine Meile von hier habe ich mal einen Kampf mit Fäusten erlebt. Plötzlich hörte ich Schüsse und neben mir lag ein Typ auf der Straße. Erschossen. Blut kam aus seinem Bauch. Ich werde es nie vergessen. Ein Krankenwagen kam und der Mann ist gestorben. Da wusste ich, wenn ich hier bleibe, könnte ich auch sterben. Ich musste weg. Sport half mir dabei. Mit Training und Muskelkraft schafft er es raus aus dem Ghetto. In den 80er Jahren ist John Brown einer der erfolgreichsten Bodybuilder der Welt, zweimal Mr. Universum. Irgendwo im Leben musst du lernen zu kämpfen. Dieser Ort bringt dir bei zu kämpfen. Auf einer Fitnessmesse in Deutschland lernt er Miriam Steyer aus Leverkusen kennen. Sie zieht zu ihm nach Anaheim Hills, Kalifornien. 1996 wird der erste Sohn geboren, Equinemius. Ein College-Freund von mir hat ein Buch geschrieben. Einer seiner Protagonisten hieß Equinemius. Was für ein cooler Name. Er bedeutet, dass du als einziger ruhig und besonnen bleibst, wenn alle anderen den Kopf verlieren. Ich dachte, wow, mein erstes Kind nenne ich Equinemius. Der komplizierte Name, eine Überraschung für die Mutter. Es war ein Schock für mich. Für meine Eltern auch. Keiner konnte diesen Namen aussprechen. Inzwischen haben wir uns dran gewöhnt. Es folgen im Abstand von jeweils 16 Monaten die Söhne Osiris und Amon-Ra, benannt nach ägyptischen Göttern. John lässt den Nachnamen der drei Kinder ändern. Aus Brown wird Saint Brown. Er sagt Brown und überhaupt sein Name John Brown ist ein Sklavenname, ne, der ihnen dann einfach irgendwann gegeben wurde und der so weitervererbt wurde. Und damit wollte er sich nicht zufrieden geben. Er sagt, seine Söhne sollen eben nicht einfach nur so einen Sklavennamen haben. Und hat eben dieses ST davor gesetzt. Wir waren 7, 5, 6 Jahre alt, als wir angefangen haben. In den Gym ist eigentlich unser Vater, das ist unser Trainer. Das hat uns schon so lange gesagt, dass so wollte er uns behandeln, wie ein Trainer. Wir hatten Bock drauf. Ich meine, wir waren klein. Mein Vater hat einfach gesagt, wir trainieren und habe ich einfach mit trainiert. Ich dachte, das war normal. Ich war so 7 oder 8 Jahre alt. Da hat mein Vater gefragt, was ich machen will mit meinem Leben. Da habe ich gesagt, ich will ein professioneller Footballplayer sein. Und meine anderen Brüder haben das auch gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn ihr ein professioneller Footballplayer seid wollen, dann müsst ihr ganz hart arbeiten. Und dann hat er uns ganz hart gepusht. Ich habe meinen Söhnen gesagt, dass sie nur auf mich hören sollen. Ich bin ehrlich mit euch. Was die Zeitungen oder Trainer sagen, interessiert mich nicht. Wenn ihr schlecht seid, sage ich es euch. Wenn ich euch erzähle, dass ihr gut seid, dann seid ihr es. Ich bringe ihnen bei, ehrlich zu sich selbst zu sein. Du meinst es nicht ernst. Bekomm endlich deinen Hintern hoch und streng dich an. Ich bin ehrlich zu dir. Wenn du Champion sein willst, streng dich an. Was immer es braucht, um mich hinzukriegen, wo ich hin will, das will ich machen. Einer der besten Profis, Receiver zu sein in der NFL. Die St. Browns sind gefeierte Wide Receiver in ihren Schulmannschaften. Receiver fangen die Pässe des Quarterbacks, erzielen Touchdowns, entscheiden Spiele. Sie bekommen Sportstipendien für ausgezeichnete Universitäten. Amon-Ra gilt schon an der High School als einer der besten Spieler seiner Generation. Jetzt will er an der University of Southern California zeigen, dass die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt sind. Osiris hat wegen einer Fußverletzung in seinem ersten Jahr in Stanford kein Spiel absolviert und kämpft um sein Comeback. Equinemius war am College Notre Dame ein Star. Nach 3 Jahren Studium und ohne Abschluss meldet er sich zum NFL-Draft an. Das war mein Traum, Football zu spielen. Ich kann immer mein Degree fertig machen, wenn immer ich will.
Im amerikanischen Sport wählen die Profimannschaften abwechselnd die besten Spieler vom College aus, der letzte der Vorsaison zuerst. Vorher können sich die jungen Athleten bei einer Leistungsschau den 32 NFL-Teams präsentieren. Equanimeous Auftritt ist gut. Experten rechnen damit, dass er in einer frühen Runde gedraftet wird. Doch es kommt anders. Seinen Anruf aus der NFL von den Green Bay Packers bekommt Equanimeous erst als 207. Spieler, deutlich später als erwartet. Ich habe keine Theorie, warum ich so spät gedraftet wurde. Ich glaube, die Coaches und die Scouts haben ihre Gründe, aber ich weiß nicht warum. Der Druck auf den 21-Jährigen jetzt umso größer. Green Bay, Wisconsin, 100.000 Einwohner. Ins legendäre Stadion Lambeau Field passen 80.000 Zuschauer. Rekordmeister, dieser Ort steht für Football wie kaum ein anderer. Hier hat Equanimeous 4 Wochen und 4 Testspiele Zeit, um zu zeigen, dass er bereit ist für die NFL. Im Trainingscamp bewerben sich über 90 Spieler um 53 Kaderplätze. Nach einem Monat wird ausgesiebt. Der sogenannte Cut. Erster Tag, wenn ich hier war für den Camp, habe ich darüber gedacht, über den Cut. Aber wenn ich im Training bin und in Meetings, man denkt nicht darüber, man denkt einfach an Football und wie du besser machen kannst und ob du ein gutes Training oder ein schlechtes Training gehabt hast. Im ersten Testspiel zeigt Equanimeous eine gute Leistung, fängt 4 Pässe für 61 Yards. Im zweiten Spiel nur 1 Fang bei 5 Pässen zu ihm. Die Konkurrenz auf seiner Position ist groß. Der Traum auf Messers Schneide. Das Training härter. Unter den Augen des Meisters. Packers Quarterback Aaron Rodgers, Super Bowl-Sieger 2011, Jahresgehalt rund 33 Millionen Dollar. Einer der höchstbezahlten Sportler der Welt vor dem dritten Testspiel. Das dritte Testspiel ist immer ernster als die davor. Es ist viel taktischer. Equanimeous hat sich gut entwickelt. Aber der Schlüssel ist, dass er wissen muss, was er tut. Einen guten Plan haben, keine mentalen Fehler machen. Dann steht er richtig und der Ball kommt. Oakland, Kalifornien, die Packers spielen bei den Raiders. Equanimeous kommt kaum Pässe zugespielt. Sind die Trainer so von ihm überzeugt, dass er sich nicht mehr beweisen muss? Oder haben sie ihn bereits aufgegeben? Auf der anderen Seite blockt er gut, schützt die Laufspielzüge seiner Mannschaft. Manchmal hat man ein Spiel, so, wo man viele Bälle kriegt, manchmal kriegt man keine. So läuft das Spiel des Footballs. Man kann es nicht kontrollieren, aber man kann einfach machen, was man machen kann. Wenige Tage und ein letztes Testspiel bleiben, um einen Platz im Packers-Kader zu erobern. Wir wollen die Männer behalten, die es verdient haben, im Kader zu stehen. Die Meinungen anderer, wer dabei sein sollte, interessieren mich nicht. Zu Hause bei John und Miriam Brown. Das große Zittern. Ein guter Fang. Viele Blocks. Reicht das? Das einzige Ding, das matters, ist gut für Boston spielen. 2 Tage später. Ligaweit werden mehr als 1.000 Spieler entlassen, die es nicht in die Kader der NFL-Teams geschafft haben. Equanimeous St. Brown übersteht den Cut und bleibt bei den Packers. Eine Momentaufnahme, Sicherheiten gibt es nicht, doch die ersten Schritte sind gemacht. Equanimeous ist in der NFL angekommen. Und seine Brüder sind bereits auf dem Weg in dieselbe Richtung.